Der Dollar zeigt sich in diesen Tagen und Wochen von seiner schwächeren Seite. Im ersten Quartal ist der Dollar etwa so stark gefallen wie seit 6 Jahren nicht mehr. Frau Navidi, woran liegt diese jüngste Dollarschwäche? Das liegt in erster Linie an den Maßnahmen der Federal Reserve. Eigentlich waren ja mehrere Zinserhöhungen angedacht, aber dadurch, dass aufgrund der makroökonomischen Lage Janet Yellen, die Chefin, sich äußerst vorsichtig geäußert hat, ist wohl in unmittelbarer Zukunft nicht mit einer Erhöhung zu rechnen. Okay, jetzt gucken wir mal, was passiert jetzt weiter mit dem Dollar. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben Goldman Sachs oder die Deutsche Bank gesagt, wir steuern stark und direkt auf die Parität zu. Ja, was ist mit diesen Prognosen geworden? Ja, es ist sehr schwer vorherzusagen. Insgesamt haben sich die Parameter etwas verschoben. Ich glaube, wenige Leute hatten einkalkuliert, dass der Ölpreis so dramatisch einbrechen würde, auch dass die Volatilität dauerhaft so stark bestehen bleiben würde. Insofern hat man das schwer einkalkulieren können. Auch die Maßnahmen der Federal Reserve, das sind ja im Endeffekt menschliche Entscheidungen, auch die sind schwer vorherzusagen, insbesondere im globalen Puzzle. Sie sagen schwer vorherzusagen. Ich denke, das Ganze zeigt einfach, wie enorm schwierig es gerade am Devisenmarkt gute und richtige Prognosen zu treffen. Ja, die basieren ja in erster Linie auf makroökonomischen Vorhersagen. Die sind ja oft notorisch falsch, weil das eben wie ein Puzzle ist, was sich aus ganz vielen Teilen zusammensetzt, die sich immer wieder verschieben können. Und das macht es ganz besonders schwer. Was glauben Sie trotzdem von diesem Hintergrund? Ist Parität im Bereich des Möglichen? Es ist möglich. Also ich denke, dass der Dollar mittelbar weiter zulegen wird. Er ist so der sichere Hafen unter allen schlechten. Relativ performt er noch am besten und hier herrschen halt viele positive Voraussetzungen. Die Geldpolitik ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Aber gibt es da noch andere Faktoren, die auf den Dollar derzeit drücken? Es gab ja das Gerücht von einer Absprache bei dem G20-Meeting in Shanghai. Ich weiß nicht, was dahinter steht, aber es ist natürlich schon so, dass Zentralbanker ständig miteinander kommunizieren. Sie treffen sich regelmäßig bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und das hat auch geholfen, diese Kommunikation während der Finanzkrise. Ich denke, ich weiß nicht, ob es eine formelle Absprache gegeben hat, aber sicherlich hat man sich informell verständigt, denn ein starker Dollar ist im Moment in keinerlei Interesse. Für die USA natürlich nicht wirtschaftlich, aber auch für die Schwellenländer nicht. Denn für sie macht es das schwieriger, die Schulden zu begleichen und auch für die anderen Länder indirekt durch die globale Finanzstabilität, denn wir sehen immer mehr, dass die Zentralbanken immer weniger Möglichkeiten haben, der bedrohten Finanzstabilität entgegenzuwirken. Ja, das ist diese geheimen Absprachen möglicherweise. Shanghai-Akkord wird das hier teilweise genannt. Sie glauben, es müsste also nicht unbedingt eine reine Verschwörungstheorie sein? Na, ich glaube, oft liegt die Wahrheit in der Mitte, dass man sich verständigt und vielleicht dann Entscheidungen für sich trifft, ohne jetzt eine formelle Absprache getätigt zu haben. Frau Navidi, vielen Dank für das Gespräch.